Hallo, liebe Weggefährten, schön, dass ihr wieder bei mir auf meinem YouTube-Kanal seid. Wir haben eine Umfrage gestartet und wollten von euch wissen, welche Fragen interessieren euch brennend, die ich euch beantworten kann. Und ihr habt 400 Fragen gestellt, tatsächlich. Und ich habe eine kleine Auswahl getroffen, um jetzt mit euch gemeinsam in diese Fragen reinzugehen. Wenn euch dieses Format gefällt und ihr weiterhin viele Fragen von mir beantwortet haben wollt, dann liked diesen Beitrag. Wir legen also los. Jetzt kommt die erste Frage. Kennt ihr das? Ich brauche mittlerweile zum Lesen eine Brille. Richtig. Ich stelle mal die Frage von Rudelnasen Nürnberg. Hallo Andreas, gibt es Hunde, die ihr nicht in eure Betreuung aufnehmt? Und wenn ja, welche Verhaltensweisen zeigen diese Hunde? Cool, gute Frage. Genau, also wenn wir hier Hunde in die Huta aufnehmen wollen, dann machen wir das erstmal schrittweise. Der Hund muss ja von seinem Besitzer losgelöst werden, sprich, Menschen bleiben draußen. Wir nehmen den Hund dann am Eingang vom Besitzer mit. Dieser wartet dann draußen oder in einem separaten Raum und wir gehen mit dem Hund in einen gesonderten Bereich. Bei uns läuft immer die Videokamera mit. Warum? Die Menschen geben ihre liebsten Hunde ab und das in andere Hände. Jetzt wissen sie ja nicht, was wir mit den Hunden machen und deshalb habe ich mich schon ganz früh dazu entschlossen, alle Einsozialisierung mit der Videokamera zu begleiten, damit wir uns später mit dem Besitzer zusammen anschauen können, was hat dein Hund eigentlich gemacht, als du nicht dabei warst. So, wenn der Hund dann mit uns hinten in den Bereich reingeht und wir lassen ein, zwei, drei Hunde dazu, dann können wir schon relativ schnell feststellen, wen haben wir da vor uns. Ist das eher so ein Rempelbruder, ist das ein Rambo, ist das ein Seelchen, ist es ein ganz zarter Hund, ist es ein vorwitziger Hund, ist es ein Hund, der sehr ängstlich ist? Und nach den Kriterien schauen wir dann, welche Hunde wir dazulassen. Weil ihr könnt euch vorstellen, bei 30, 40 Hunden kann man nicht einfach irgendeinen Hund x-beliebig hin in die Gruppe reinschmeißen und dann passt schon alles. Wir schauen uns natürlich ganz genau an, wie steht der Hund in der Beziehung zu seinem Menschen und wie verhält er sich gegenüber Hunden. Jetzt zu eurer Frage. Also, wenn ein Hund ins Revier für Hunde kommt und sofort ganz deutlich zeigt, dass er nur Stress möchte, dass er ganz deutlich zeigt, dass er alle Hunde blöde anmacht, dass er rumrempelt, dass er eventuell bei vielen Hunden aufreiten möchte, wenn er nur markiert, wenn er nur gockelt, wenn er Unruhe in die Gruppe reinbringt und wenn die anderen Hunde zeigen, dass sie diesen Hund sehr unangenehm finden, dann nehmen wir diesen Hund noch nicht in die Hundetagesstätte auf. Wir gehen dann gemeinsam mit dem Besitzer die Videos durch, die wir gemacht haben, zeigen dem Besitzer, wie ihr Hund sich bei uns verhalten hat und suchen dann nach neuen Wegen und Lösungen, damit der Hund dann doch irgendwann hier bei uns in die Hundetagesstätte kommen kann. Also, ich hoffe, ich habe damit eure Frage beantwortet, weil Hunde, die hier hinkommen, zeigen sich ja erstmal meistens von der Schokoladenseite. Und wenn sie dann erstmal im Revier richtig angekommen sind, ja, dann haben sie auch noch ein paar andere Gesichter dabei. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir Hunde, die wirklich ganz schlechte Stimmung verbreiten und die anderen Hunde ständig anmachen, hier erstmal nicht aufnehmen. Ich komme zur nächsten Frage und die kommt von Brigitte 70. Lieber Andreas, unsere dreijährige Dudelhündin ist fast 24 Stunden mit uns zusammen. Mit Corona hat sich der Kontakt zu Hunden ebenfalls verringert. Und nun sagt die Trainerin, dass sie selten einen Hund getroffen hat, der so menschliche Züge hat. Sie geht jetzt einmal in der Woche zur Huta in die Sprachschule, um andere Artgenossen besser zu verstehen. Sie ist sehr lieb, spielt aber unschön. Sie fordert uns viel zu viel raus, sodass andere Hunde schnell genervt und auch sauer sind. Die versteht's einfach nicht. Das tut mir auch leid, weil nicht viele wollen mit ihr spielen. Irgendwas macht sie falsch.
Lernt sie noch? Ich kann sie ja nicht grenzenlos spielen lassen. Sie verschreckt ja auch andere Hunde. Und auch sie hat ein Anrecht auf Hunde, die sie nicht mag. Ja, liebe Brigitte, eine gute Frage, weil gerade in der Corona-Zeit sind die Hunde ja viel zu viel mit uns zusammen gewesen. Sprich, es ist auf der einen Seite sehr, sehr schön, wenn wir mit Hunden zusammen sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass unsere Hunde ja auch diese ganze Corona-Energie von uns mitbekommen haben und mitbekommen. Sprich, normalerweise sind wir dann mal 4-5 Stunden aus dem Haus und der Hund hat auch mal Ruhe vor uns und vor unseren Emotionen. Mittlerweile ist es aber so, dass es ganz, ganz viele Hunde gibt, die eben permanent mit ihren Besitzern zusammen sind. Und die Menschen werden permanent mit den Problemen der Gesellschaft konfrontiert. Also wenn wir einen normalen Arbeitstag haben, dann gehen wir irgendwann morgens aus dem Haus und kommen mittags mal wieder. Vielleicht hat der Hund auch einen Dogwalker oder er geht in die Hundetagesstätte. Aber jetzt durch Corona ist es so, dass viele Hunde einfach die ganze Zeit 24 Stunden mit ihren Besitzern zusammen sind. Und dadurch können auch Probleme entstehen. Jetzt aber nochmal zu deiner Frage, dass du sagst, dass eure Hündin jetzt in die Huta geht, um da eben wieder hündisch zu lernen. Das ist eine coole Idee. Sehr gut, weil dadurch gibst du deinem Hund einmal die Woche die Zeit, mit Artgenossen zusammen zu sein, damit sie eben ja ein Stück weit auch mehr hündische Kontakte bekommt und du deinen Arbeiten nachgehen kannst. Wenn deine Trainerin sagt, dass dein Hund sehr menschliche Züge hat, dann ist das menschlich, wenn Menschen sowas sagen. Das ist eine Interpretation, wie ein Mensch in einem Hund sieht. Aber diese Interpretation kommt nicht durch das Verhalten des Hundes, sondern kommt durch unsere Gedanken und wir sehen etwas in dem Hund. Vielleicht sieht deine Trainerin auch ein wenig sich selbst, weil Hunde spiegeln uns ja auch. Also nur mal so am Rande, hündisches Verhalten und menschliches Verhalten, ja, das kann schon mal so fließend einhergehen, aber grundsätzlich ist ein Hund und er zeigt auch weitestgehend hündische Verhaltensweisen. Wenn ihr jetzt merkt, dass euer Hund ja ein wenig übergriffig beim Spielen ist, ja, dann hat sie wahrscheinlich in der Zeit, wo sie diese 24 Stunden mit euch zusammen war oder zusammen ist, einfach nicht die Möglichkeit, sich ausreichend auszupowern. Wenn sie das nicht hat, dann hat sie ganz, ganz viel Stress und Power unter der Haube, wird das nicht los und wenn sie dann auf Hunde trifft, ja, dann sind manche Hunde schon mal ein wenig übergriffig. Hier ist es ja schon mal super, dass du oder ihr die Entscheidung getroffen habt, euren Hund in eine Hundetagesstätte zu geben, weil da kann er sich ja ausbauen und da ist er eben mit Artgenossen zusammen. Wenn ihr jetzt merkt, dass sie irgendwie immer noch nicht so funktioniert, wie ihr es gerne hättet, habt ein wenig Geduld. Warum? Habt auch Geduld mit euch. Weil gerade in dieser Corona-Zeit, finde ich, sind wir alle etwas anders geworden. Wir sind mittlerweile auch teilweise ziemlich schnell genervt von irgendwelchen Sachen, wo wir früher vielleicht noch drüber gelächelt hätten. Also auch die Corona-Zeit hat etwas mit uns gemacht und nicht nur mit unseren Hunden. Und jetzt dürfen wir langsam wieder lernen, in die Kommunikation zu kommen. Wir als Mensch mit Menschen und der Hund als Hund mit Hunden. Also wenn eure Hündin zwischendurch schon mal ein bisschen über die Stränge schlägt, ja, dann bedenkt doch bitte auch, wie viel ihr schon mit ihr geschafft habt und was sie für ein toller Hund ist. Also nicht nur immer die negativen Seiten sehen, sondern sich wirklich auch mal die positiven ranholen und sagen, hey, wir haben einen richtig tollen Hund zu Hause, aber er hat noch ein kleines Problem. Und wenn ihr dieses noch davor setzt, dann gebt ihr diesem Satz keine Endgültigkeit, sondern ihr habt die Möglichkeit, nochmal in die Veränderung zu gehen. Okay, also denkt daran, Corona macht etwas mit unseren Hunden und Hunde, die menschliche Verhaltensweisen zeigen, bleiben dennoch immer Hunde. So, jetzt zu eurer nächsten Frage und die kommt von The Cat Pack. Wow, Cat Pack. Cat Pack?
Okay, es geht doch eigentlich um Hunde. Hallo, wir haben drei Katzen und würden uns in Zukunft gerne einen Tierschutzhund aufnehmen. Wir achten hier darauf, dass der Hund Katzen bereits kennt, mit ihnen lebte oder laut Tierschutzverein katzenverträglich ist. In Klammern, ich weiß, es ist immer etwas mit Vorsicht zu genießen und sehr individuell zu betrachten. Auch gibt es so viele Faktoren, die hier reinspielen. Wie kann man eine Zusammenführung in den ersten Tagen und dann in den folgenden Wochen optimal gestalten? Gibt es Red Flags, auf die man bei Hunden und Katzen achten sollte? Und welche Vorgehensweisen sind No-Gos? Kann es sein, dass im Haus, in der Wohnung sich alles problemlos entwickelt und im Garten oder allgemein außerhalb des Innenraums der Frieden schlagartig kippt? Gibt es bei der Wahl des Hundes, außer Rasse, Herkunft und Biografie, auch aus dem Tierschutz besondere Merkmale, auf die wir achten sollten, wenn wir einen harmonischen Katzen-Hundehaushalt werden möchten? Würde uns freuen, wenn du uns ein paar Tipps geben kannst. Ja, Catpack. Erstmal finde ich es ja cool, dass du jetzt als Hundehalter, sprich als Katzenhalter, dir einen Hund in dein Katzenrudel holst. Weil, kennt ihr das? Also es gibt so Leute, die sagen, ja, ich kann ja mit Katzen gar nichts anfangen. Und es gibt so Leute, die sagen, ja, ich kann ja mit Hunden nichts anfangen, ich kann ja nur mit Katzen. Deshalb finde ich es sehr interessant, dass du schon drei Katzen hast und jetzt noch einem Hund aus dem Tierschutz die Chance gibt, bei dir einzuziehen. Dankeschön dafür. Erstmal an dieser Stelle. So, jetzt sind deine drei Katzen im Haus. Die wissen ganz genau, wo die Mäuse tanzen und wo nicht. Die wissen, sie haben die Hosen an. Wenn du jetzt einen Hund in dieses kleine bestehende Katzenfamilienleben bringst, ja, dann kann das natürlich Stress geben. Ich finde ganz wichtig, dass du dir vorher nicht so viel Gedanken machst. Weißt du warum? Weil alles das, was du denkst, wird irgendwann wahr. Also wenn du dich zu viel damit beschäftigst, wie viele Probleme auf dich zukommen könnten, dann ziehst du auch noch mehr Probleme an. Allerdings finde ich es gut, dass du dir im Vorfeld ein paar Gedanken machst und schaust, wie gehen deine Katzen denn überhaupt mit einem Hund um. Und jetzt gebe ich dir einen Tipp. Ich finde, du solltest einfach, wenn du Menschen kennst, die einen Hund haben, der erstens sehr sozial mit Hunden ist, zweitens sehr sozial mit Menschen ist, drittens keinen Jagdtrieb hat, mal mit nach Hause nehmen. Also, du lädst den Besitzer des Hundes und den Hund mal zu dir nach Hause ein. Der Hund bleibt dann erstmal an der Leine und du schaust, was machen deine Katzen? Wie reagieren sie? Reagieren sie eher ängstlich? Reagieren sie vorwitzig? Reagieren sie vielleicht sogar aggressiv auf den Hund? Fangen sie an zu fauchen? Haben sie totalen Stress? Dann weißt du, okay, das wird ein längerer Weg. Wenn deine Katzen aber letztendlich relativ unbeeindruckt sind, ja, dann kannst du diesen Hund häufiger kommen lassen. So, jetzt lernen deine Katzen genau diesen Hund kennen und verknüpfen. Ja, der Hund macht uns hier keinen Stress. Irgendwann kannst du den Hund auch ableinen und dann schauen, ja, wie verhält sich Hund und Katze miteinander. Die Hunde, also sprich, der Hund sollte die Katzen nicht so sehr bedrängen, aber die Katzen sollten auch den Hund nicht zu sehr bedrängen. Man sollte nicht zu viel sprechen dabei, man sollte den Tieren den Raum geben, damit sie sich Schritt für Schritt kennenlernen können. Zwingt sie nicht, schubst auch eure Hunde nicht irgendwie und sagt, ja, geh mal gucken, da sind doch die Kätzchen, ne, oh, die sind doch lieb. Genauso, dass du jetzt nicht hingehst und sagst zu deinen Katzen, ja, schau mal, das ist doch nur ein Hund, der ist doch lieb, geht mal gucken, schnuppert mal fein oder wie auch immer. Nein, sich eher zurückhalten, das ist hier auf jeden Fall ein guter Rat. Also, versuch es mal mit einem Hund, den du vielleicht aus der Bekanntschaft, aus der Nachbarschaft kennst, aber der sollte wirklich, wirklich überhaupt keinen Jagdtrieb haben und er sollte die Katzen in Ruhe lassen. Das wäre der beste Weg. Klappt das dann, dann kannst du dir überlegen, dass du genau so einen Hund, der so ein Typ ist, dir ins Haus holen kannst.
Hol dir dann keinen Hund, der die ganze Zeit hinter den Katzen herläuft und hektisch ist. Und da wäre es gut, wenn du ein paar Videoaufnahmen machst von den Begegnungen mit dem Hund und mit den Katzen. Und dann, wenn du dich für einen Hund interessierst, dem Tierschutzverein ein kleines Video schickst, wo du zeigst, guck mal, so sollte sich der Hund ungefähr verhalten, damit es einigermaßen passt. Und super wäre auch, wenn der Tierschutzverein dir dann ein kleines Video schickt, wo er zeigt, dass der Hund, für den du dich interessierst, mit Katzen auf einem Video zusammenläuft. Und dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt bei deiner Frage helfen und ich finde es genial, dass du Katzen und Hunde zusammenführst. Mensch, super. Und das ist sehr, sehr mutig. Toll. Weiter so. So, ich komme zur nächsten Frage. Und zwar kommt die von Nicola1767. Hallo Andreas, danke für die Chance. Nach einer traumatischen Erfahrung für Anton und für mich sind wir beide unter anderem bei Hundebegegnungen unsicher. Ich gehe schon viel mehr in die Ruhe, aber was kann ich tun, wenn Anton sich kurz vor der Begegnung auf die Erde legt und fixiert? Bekomme ihn dann nicht mehr vom Fleck. Ja, liebe Nicola, gute Frage. Also, ihr zwei habt eine traumatische Erfahrung gemacht. Sprich, ich gehe davon aus, ihr hattet in einer hündischen Begegnung Stress. Es ist vielleicht zur Auseinandersetzung gekommen und seitdem hast du die Angst vor hündischen Begegnungen. Was ich dir jetzt hier empfehle, ist relativ einfach. Du brauchst ganz viel Kontakt zu Hunden. Zu Hunden, die friedlich sind, die sehr sozial sind, mit denen ihr dann gemeinsam spazieren geht. Sprich Leute offensiv an, zeige deine Schwäche und versuche nicht in irgendeiner Form stark durch bestimmte Situationen zu gehen, wenn du noch nicht so weit bist. Sag den Leuten ganz, ganz deutlich, hört mal, ich habe da so eine Erfahrung gemacht, die hängt mir hier irgendwie auf der Brust und ich glaube, ich übertrage das auch auf meinen Hund. Und jetzt legt mein Hund sich immer hin und fängt an zu fixieren. Also der geht dann gar nicht weiter. Dann rede ich auf ihn ein. Trotzdem kriege ich ihn nicht mehr weg da von der Stelle. Also ich bin irgendwie in so einem Kreislauf gefangen. Und ich finde, Leute, es ist an der Zeit, dass wir uns gegenseitig wieder ein wenig mehr unter die Arme greifen sollten. Wir können nicht immer alles alleine regeln. Ich könnte euer bester Lehrer sein, aber auch euer bester Schüler. Wisst ihr warum? Weil ich setze mich jetzt schon seit über 30 Jahren mit dem Verhalten von Hunden und der Beziehung zu ihren Menschen auseinander, aber ihr macht doch auch eure Jobs und die macht ihr super. Also wenn jetzt vielleicht jemand von euch Koch ist, dann komme ich euch besuchen und helfe euch bei den Hunden und ihr seid absolut fasziniert und ihr zeigt mir dann, wie ein Drei-Gänge-Menü geht und ich bin total fasziniert und kann dann euer Schüler sein. Also, was ich damit sagen will, ist, sprecht die Leute bitte beim Spaziergang offensiv an und zeigt ganz deutlich, was ihr für ein Problem habt. Jetzt aber noch mal kurz zurück zu deiner Situation. Also, du gehst spazieren und du spürst, mir ist irgendwie komisch, wenn ein anderer Hund kommt. Da hilft es tatsächlich, wenn du dich immer wieder positiv verknüpfst, also mit dir positiv verknüpfst. Geh in deine Atmung, denke dir einfach ein paar schöne Dinge aus, mit denen du dich später belohnst, wenn du durch die Situation durchgegangen bist. Vielleicht hast du einfach ein Stück Schokolade dabei, vielleicht schenkst du dir ein schönes Abendessen, vielleicht gehst du mal einen Tag in die Sauna. Also Dinge, die dir gut tun. Und in solchen Situationen, wo du Angst bekommst, bleib in der Ruhe. Vielleicht machst du dir deine Musik, deine Lieblingsberuhigungsmusik auf die Ohren, um dann eben schon mal so ein akustisches Signal zu bekommen, dass du runterfährst. Weil wichtig ist, dass du deinen Stress nicht auf den Hund überträgst. Und das ist in vielen Fällen leider so, dass der Mensch diesen Stress, den er dann bekommt, wenn andere Hunde kommen, auf den Hund überträgt. Der Hund zeigt dann bestimmte Verhaltensweisen und der Mensch geht hin und fängt an, den Hund zuzutexten. Und in diesem Text, glaube mir, liegt ganz viel Emotion.
Also selbst wenn du dem Hund sagst, ey, ist doch alles gut, komm, wir gehen jetzt weiter, komm, nicht hinlegen, komm, wir gehen weiter, komm, komm, was machst du denn jetzt schon wieder? Was machst du? Komm, jetzt steh doch auf, komm, wir gehen. Da ist ja eine Unruhe drin. Der Hund spürt ja schon die Signale, die von uns kommen, sowohl die körperlichen als auch die akustischen Signale, merkt er. Er merkt, dass die Atmung anders wird, dass der Puls hochgeht, dass du eben Stress hast. Und deshalb darfst du in solchen Momenten nicht mit dem Hund trainieren, sondern dich für dein Verhalten sensibilisieren. Also, du musst zu dir, um dann souverän mit deinem Hund durch diese Situation zu gehen. Wenn du noch ganz viel Angst hast, kann ich dich bestärken, dass du es schaffst. Du wirst das schaffen, Stück für Stück und Schritt für Schritt. Setz dich nicht zu sehr unter Druck und kommuniziere dieses Problem bitte offen mit anderen Menschen. Geh mit ihnen spazieren und leg die Angst langsam wieder ab. Weil nicht jeder Hund und nicht jeder Mensch sind gefährlich. Also such dir Weggefährten, die zu dir passen, die zu euch passen und geht gemeinsam spazieren. Dadurch kannst du wieder mehr Stärke und Selbstbewusstsein entwickeln. Okay? Also, los geht's. Hab keine Angst vor diesem Spaziergang. Der nächste wird mal wieder ein richtig guter. So, ihr Lieben, zur nächsten Frage. Und die kommt von Ullas Garten. Lieber Herr Ohligschläger, nur weil ich jetzt die Brille anhabe, musst du mich ja jetzt nicht siezen. Du kannst mich ruhig duzen. Also ich sag mal, lieber Andreas, wir haben uns vor 2 Jahren einen Hund aus Rumänien genommen. Als er zu uns kam, war er total verängstigt. Wir konnten ihn wochenlang nicht anleihen. Mittlerweile haben wir alle Probleme bis auf eines gelöst. Unser Lauser, ja, so heißt er wirklich, versucht gelegentlich und ganz ohne Vorwarnung Passanten bzw. Spaziergänger in die Waden zu zwicken. Warum tut er das? Übersehe ich etwas? Wie kann ich es ihm vollständig abgewöhnen? Vielen lieben Dank für diese tolle Aktion. Wir freuen uns auf die zahlreichen Antworten und Ratschläge. Liebe Grüße. Ja, Ullas Garten, Dankeschön für deine Frage. Erstmal schicke ich dir jetzt ein Riesenlob rüber. Weißt du warum? Du hast einen Hund aus dem Tierschutz zu dir genommen oder ihr und Lauser hat sich wochenlang nicht anleinen lassen. Und was habt ihr geschafft? Dass er sich anleihen lässt. Er muss ja wohl ein ängstlicher und sehr verstörter Hund gewesen sein, aber ihr habt das geschafft, dass er jetzt mit euch zusammen diesen Weg geht. Also seid mal stolz auf euch, sei mal stolz auf dich. Ulla, du hast das geschafft. Also jetzt ist Lause auf jeden Fall schon mal in ganz vielen Situationen ein sehr souveräner, cooler Hund. Jetzt zu dem Problem mit den Waden. Ja, also, wenn ein Hund beim Vorbeigehen einfach mal schnell irgendwo in so eine Wade reinzwickt, ist das nicht angenehm. Vor allen Dingen nicht für den Wadenträger. Es kann sein, dass du den Moment verpasst, wo Lauser vorher schon Signale sendet, dass er jetzt gleich zwickt. Da darfst du noch mehr hinschauen, dass du ihn besser beobachtest, aber ihn nicht zu sehr den ganzen Spaziergang analysierst, sondern dass du hingehst und versuchst, ihn in dem Moment, wo er wirklich ein kleines Stück nach vorne geht, zu unterbrechen. Mit einem kurzen Signal. Das kann ein St sein, das kann ein Hey sein, das kann ein Nein sein, aber es muss on point kommen. Also das Timing ist wichtig. Wenn du zu spät bist, dann hat er schon wieder zugeschnappt. Und jedes Mal, wenn er zugeschnappt hat, lernt er, ah, ich hatte Erfolg und halt mir die ganzen Passanten und Spaziergänger vom Hals. Ich glaube, er macht das aus einer Angst oder aus einer Unsicherheit heraus. Ich muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, weil ich bin ja kein Hellseher. Also ich finde, man kann diese Dinge nicht pauschalisieren, diese Probleme nicht pauschalisieren, weil ich schaue mir das am liebsten immer vor Ort an. Und wie ist der Hund dann? Wie verhältst du dich? Wann greifst du ein? Wie greifst du ein? Warum zeigt er überhaupt so ein Verhalten? Deshalb rate ich dir, wenn du in der Nähe einen guten Hundetrainer, Trainerin deines Vertrauens hast, dann geh genau in solche Situationen mit dem Coach rein und schaut euch das an. Macht mal eine Videoanalyse.
Nehmt es mal auf. Oder nimm dir einfach mal jemanden auf dem Spaziergang mit und lass dich mal filmen mit dem Handy. Und dann schaust du dir das zu Hause mal an, in Ruhe, beim Tässchen Kaffee und guckst mal, wie verhältst du dich eigentlich, wie verhält Lauser sich und wann schnappt er zu? In welchen Situationen passiert das? Ich glaube tatsächlich, es ist eine Unsicherheit. Ich möchte mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und deshalb bitte ich dich, dir auf jeden Fall professionelle Hilfe an die Seite zu holen, ja? Weil ich finde es auch nicht toll, wenn mir ein Hund in die Wade zwickt. Also dann, bleib auf jeden Fall dran und du hast noch ein Problem mit Lauser, aber die ganzen anderen Sachen habt ihr schon ganz toll hinbekommen. Super. So, ihr Lieben, das waren jetzt die ersten 5 Fragen. Die nächsten 5 kommen nächsten Mittwoch um 18 Uhr. Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, ja, dann liked einfach unten drunter und kommentiert auch. Da würde ich mich freuen. Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Und bedenkt immer eins, meine Antworten sind keine pauschale Antwort für alles. Ich mache mir nur ein Bild durch meine Erfahrungen, die ich persönlich in den letzten 30, 40 Jahren mit Hunden und Menschen gesammelt habe. Ich versuche euch nur ein Stück weit auf eurem Weg zu helfen. So, also dann sehen wir uns Mittwoch um 18 Uhr mit den nächsten Fragen. Ich kann euch jetzt schon sagen, da sind noch ein paar richtige Knaller dabei. Bis dahin, ciao.